Ja, zuletzt habe ich ja immer wieder sehr, sehr viel im High-Tier-Bereich gezeigt und da dachte ich mir, jetzt muss ich da mal wieder ein bisschen gegenarbeiten. Denn heute schauen wir uns den T-34 an, dabei handelt es sich um einen Tier-5-Panzer und wir sehen, wir haben einen hier, ja, Low-Tier-Mid-Tier-Gefecht und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid mit der Karte Fjorde in der Standardausführung. Ich denke einfach, dass immer, also ich persönlich mag ja am liebsten Tier 7, 8, das ist ja so meine persönliche Favoritenstufe. Zum Kommentieren muss ich sagen, sogar die dicken Dinge, also Tier 10, mag ich am allerliebsten. Dadurch, dass aber das Spiel eben eigentlich zum geringsten Teil, weil klar, je höher man kommt, desto weniger Spieler gibt es, die da sozusagen sich tummeln. In der Form, dass man sagen kann, die neuen Spieler, die kommen noch nicht so weit, so ist es gemeint. Da dachte ich mir, also muss man mal wieder einen Tierbereich zeigen, der für jeden irgendwo in Anführungszeichen erschwinglich ist. Und dabei handelt es sich hier auch. Und jetzt schauen wir mal, was der Johulu da macht. Und ich denke, es ist einfach auch mal wieder notwendig. Die letzten Tage waren ja ein bisschen aufreibend für viele von euch Zuschauern. Wir hatten einmal den sehr premiumlastigen AMX 50B und dann einen Cheater bzw. einen Auto-Aim-Nutzer, der ja mittlerweile als Cheat definiert wird. Und da dachte ich mir, machen wir heute doch mal was Entspanntes, wo nicht so jeder hoffentlich geteilter Meinung sein kann, sondern wir einfach das Ganze genießen können. Und bisher macht er seine Sache sehr ordentlich. Jetzt orientiert er sich da Richtung Mitte. Da ist nämlich kaum einer seiner Teammates, der T14 noch. Aber wie gesagt, dieser ganze Bereich hier, also hier, der ist aktuell in Hand vom Gegner. Und jetzt hat er schon den PZ, den er hier beschießt. Aber da sieht man einfach, dass dem seine Panzerung gar nicht so verkehrt ist. Und jetzt klappt es dann endlich mal, nachdem er auf den Turm gezielt hat, mit dem Schaden. Und wie gesagt, er darf hier nicht zu vorhasten, weil sonst kommt auf einmal da irgendein Gegner daher, den er noch so gar nicht auf dem Schirm hat. Und plötzlich war es das dann auch für ihn. Und jetzt der Type 95, der ist hier gekettet oder sieht zumindest so aus, nicht ganz leicht zu erkennen, aber den nimmt er jetzt hier mit seiner DPM raus und macht hier seinen ersten Kill. Und jetzt kommt von unten schon das nächste Ungemach. Von hinten ist doch ganz schön viel. Jetzt geht er wieder auf den PZ. Muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwann out of. Ja, nee, der war ein bisschen. Ja, da. Jo, genau. Aber der zieht sich gleich wieder zurück. Der PZ hier unten, da kommt er nicht drauf. Aber auf den oben. Zu 7. Und jetzt will er sich den PZ hier unten vornehmen, weil nachdem wir jetzt gesehen haben, okay, die Mitte ist so gut wie weg, fahrt er jetzt dahin. Jetzt muss ich mir eine Sache anschauen. Ganz kurz, weil ich habe jetzt nur so mit einem Auge drauf geachtet. Das ist seine Ansicht. Wenn jetzt. Es schaut auch wieder ganz stark nach Auto-Aim Plus aus. Oder nach Advanced Auto-Aim. Ich kann mir da leider nicht helfen, aber der gerade das Anwählen dieses Gegners, glaube ich. Weil das ist ja, was er hier sieht, das ist ja seine Optik. Das heißt, er hat doch gerade eben auch nicht drauf gegangen. Das ist doch schon wieder Advanced Auto-Aim. Das gibt's doch nicht. Also. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Mal schauen, wie es das jetzt klappt. Also, manchmal ist es sehr knapp, deswegen ich will es jetzt noch nicht mit ganz gasser Gewissheit sagen. Aber, wie gesagt, auch das. Wenn es. Ja, das heißt, das ist alles noch gut. Das ist alles noch gut. Ah, okay. Definitiv Auto-Aim. Advanced Auto-Aim hat es nämlich gerade durch den Hügel gemacht. Also haben wir hier den nächsten Nutzer und wie gesagt, auch das finde ich in Anführungszeichen nochmal gut zu zeigen. Nicht, dass er den Mod nutzt, sondern ich glaube, dass auch ganz viele nach wie vor sehr unwissend sind, was das Thema angeht. Also achtet da einfach jetzt mittlerweile verstärkt drauf,
Beziehungsweise, wenn ihr es nutzt und es hier einschickt, dann ist es ehrlicherweise auch nicht mein Problem. Ich zeige es, weil ich es trotzdem auch erwähnenswert finde. Die Community selber ist auch bei der Informationsbeschaffung teilweise nicht so hoch. Man schaut sich vielleicht ein Video an, ja, aber bleibt beim Rest dann recht irgendwie für sich, sag ich mal. Also, entweder wir haben hier den Yohulu damit aufgeklärt. Mittlerweile ein 8er Kill, sehr respektabel, muss man alles sagen. Aber eben wieder Advanced Auto Aim. Und das ist eben eine Thematik, wo ich glaube, es gab eine Meldung von Wargaming, es gab einen Forumsbericht, also es gab einen Bericht auf der Homepage direkt. Die Meldung im Spiel ist aufgeploppt. Also, was sollen sie noch mehr tun? Und wenn ihr dann die Mods nutzt, okay, vollkommen respektabel in der Form, dass man sagt, okay, wenn euch das scheißegal ist, dass ihr, ich sag's ganz drastisch, dass ihr cheatet, dann tut es. Aber eben bitte weint nicht, dass ihr dann da auf einmal gebannt werdet. Und auch die Leute, die unter dem letzten Video zu dem Thema geschrieben haben, ja, da gibt's ja noch gar nichts, was das irgendwie entdeckt oder sonstiges. Ihr seid alle super gut und ihr seid wahrscheinlich alle Profi-Entwickler und eure Freunde haben den Client ganz krass auseinandergenommen. Aber glaubt, was ihr wollt, auch wenn es kein Punkbuster und kein Wack oder sonstiges ist, Wargaming hat Wege und Mittel, gewisse Sachen auszuwerten. Und wer, wie gesagt, darauf ausgeht oder davon, oh, das war aber ein guter Schuss, wer davon ausgeht, dass Wargaming das nicht entdeckt, weil die Server es nicht hergeben. Okay, cool, dann nutzt es weiter. Ich respektiere das. Aber wenn ihr dann gebannt werdet, er hat übrigens gerade seine Pool damit geholt, wenn ihr dann aber in Ende gebannt werdet, dann will ich keinen weinen hören. Besonders ganz im Gegenteil, ich werde dann sehr mich köstlich amüsieren, weil eigentlich die Nutzer von Advanced Auto Aim ja eh sowieso immer schreiben, naja, so viel besser ist es gar nicht, das bringt mir ja kaum Vorteile. Dann frage ich mich immer, warum wird es dann genutzt? Wenn es nicht viel besser ist, warum nutzt man es dann? Das ist so. Ich sage ja auch jetzt nicht, ich habe jetzt ein Auto, was weiß ich, fahre auf die Rennstrecke, fahre jetzt mit Slicks, aber die Slicks bringen mir jetzt nicht so viel, weil mit normalen Reifen kann ich auch drauf fahren. Also das ist, wie gesagt, so das, wo ich sage, okay. Aber, wie gesagt, hier haben wir eigentlich eine an sich schöne Runde gesehen, die ich wieder kaum kommentiert habe, weil ich das Thema wieder gerade im Fokus habe. Aber ich werde das weiterhin zur Hand haben, weil ich nach wie vor es wichtig finde, da aufzuklären. Weil ich habe auch eine gewisse Unschuldsvermutung, dass die Leute hier alle nicht so doof sind und mir die Replays von sich schicken, um zu zeigen, ja, hey, schau mal, was für eine coole Wurst ich bin. Wissen dann für sich aber, dass sie dabei cheaten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von dem her, Yohulu, du hast leider gecheatet. Ich hoffe, dir ist es unbewusst und du änderst es dementsprechend ab. Wenn es nicht der Fall war, bisschen dämlich, aber ansonsten den Panzer in dem Tierbereich, den wir nicht so häufig sehen. Und wir schauen mal, was die nächsten Replays so hergeben. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und ich rechne jetzt auch schon wieder mit vielen Downvotes. Ja, aber ist mir egal. Also, haut's rein, euer Alcaramba.